Köln, bereits in Show 2 hat TV-Investor Tillmann Schulz, 34, auf dem glänzenden Parkett bei Let's Dance ausgetanzt. Jetzt hat der Unternehmer selbst über sein Show ausgesprochen. Erst am vergangenen Freitag hagelte es für den Geldgeber von Die Höhle der Löwen geradezu vernichtende Kritik von Juror Joachim Jambi, 59. Mit seiner forschen Antwort mit den niedrigen Punkten kennt er sich aus. Vom MSV Duisburg schoss sich der 34-Jährige nicht nur beim TV-Juror, sondern auch bei den Zuschauern ins Aus. Tänzerisch war doch klar, dass es eng wird, erklärte der Blondschopf jüngst im Interview mit RTL. Trotz seiner 7 ergatterten Punkte zum Start ins Wochenende blickt der Unternehmer gerne auf seine Zeit bei Let's Dance zurück. Ich habe alles erreicht. Ich hatte die beste Tanzpartnerin. Ich hatte meine Wunschpartnerin. Grund für ein zartes weinendes Auge gäbe es allerdings ebenfalls. Und das richtet sich voll und ganz auf Tanzpartnerin Patricia Jonell, 29. Let's Dance. Persönliche Fehde von Tillmann Schulz mit Joachim Jambi, offenbar beendet. Ich wollte unbedingt mit ihr noch ein paar Wochen trainieren. Es war eine komplett andere Reise als sonst bei mir und ich habe es voll genossen, ließ der 34-Jährige die Wochen Revue passieren. Jetzt konzentriert sich der TV-Investor aber erst einmal wieder voll auf sich und seine Arbeit. Schon in der kommenden Woche wolle er in den Flieger steigen und nach Los Angeles reisen. Um dort die liegen gebliebene Arbeit nachzuholen. So richtig in den Fokus der Diskussionen geriet der 34-Jährige erst vor knapp 2 Wochen, zum Start der neuen Staffel. Nach erster harter Bekanntschaft mit Jambi soll sich Schulz hinter den Kulissen heftig über die Worte des 59-Jährigen echauffiert haben. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir egal ist, wie sich Herr Jambi vor Millionen von Zuschauern über mich lustig gemacht hat, räumte er ein.